großer Fototermin im NLZ des FCN. Von den großen bis zu den ganz kleinen standen die obligatorischen Mannschafts- und Einzelfotos der einzelnen Teams und Spieler auf dem Programm. Das Ganze natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften aller Beteiligten. Grundsätzlich haben wir uns wie immer bei unseren Entscheidungen vorher mit den Ämtern oder mit den zuständigen Leuten hier der Stadt Nürnberg abgestimmt, weil wir natürlich auch hier wissen, wir haben hier eine Vorbildfunktion. Auf uns wird geguckt, wenn sowas stattfindet. Deswegen haben wir uns natürlich gut vorbereitet, um dementsprechend auch die Hygienemaßnahmen auch einzuhalten und im Rahmen der Möglichkeit so einen Fototermin dann umzusetzen. Das bedeutet für Trainer und Spieler, Treffen vor dem Gelände bereits umgezogen, dann geht es zu Fuß zu den hinteren Plätzen, wo die Fotos gemacht werden. Dabei gilt die Maskenpflicht bis kurz vor dem eigentlichen Bild. Erst dann darf der Mund-Nasen-Schutz kurzzeitig abgenommen werden. Anschließend heißt es Masken wieder auf und ab zum Einzelbild. Fototermin bedeutet auch zugleich Startschuss für die neue Saison im NLZ. Es ist schon so ein, ja, schon irgendwo ein aufregender Moment, ja, weil man schon weiß, jetzt sind die Teams soweit zusammen. Ja, man macht die Fotos, man macht Mannschaftsfotos. Wird jetzt in der Kaderzusammenstellung auch nicht mehr allzu viel passieren. Also man ist eigentlich kurz vor der Saison. Und wie du es gesagt hast, U19, U17 sind wir ja völlig komplett in der Planung. U21 müssen wir jetzt mal abwarten, wie es da weitergeht. Und da hoffen wir natürlich auch auf positive Entwicklungen. Die Vorfreude auf die anstehende Spielzeit ist nach der teilweise abgebrochenen Saison bei allen zu spüren. Denn der Wettkampf mit anderen Leistungsmannschaften fördert auch entsprechend die Entwicklung der einzelnen Spieler. Immer Training, immer Vorbereitungsspiel, das ist mal ganz nett. Aber irgendwann, ja, so Fußballer sind einfach Wettkampftypen. Ja. Wir brauchen das Messen untereinander, am besten auf Augenhöhe. Und da freuen wir uns alle drauf, ich auch, weil du einfach manche Jungs dann einfach auch ganz anders wahrnimmst. Ja. Wenn sie sich mal durchsetzen müssen, wenn sie mal gegen Gleichgute, so ein Spiel auf Augenhöhe, das tut jedem gut, wenn man sich da mal ein Erfolgserlebnis holt. Das kann eigentlich nur für so eine Weiterentwicklung positiv sein. Mit dem offiziellen Mannschaftsfoto ist nun also der Startschuss gefallen für die neue Spielzeit.